Heute geht es darum, wie du den richtigen Namen für dein Projekt findest. Nach dem Intro. Hi, ich bin Udo und du schaust wieder So geht Bloggen. Bei jedem Projekt geht es in der Anfangsphase oftmals als erstes darum, wie finde ich einen passenden Namen für mein Projekt. In dem Fall für deinen Blog. Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, einen passenden Namen auszuwählen. Und die schauen wir uns mal im Detail an. Die erste Möglichkeit ist, du nimmst einfach deinen Namen und verkaufst dich selbst als Marke. In meinem Fall wäre das dann Udo Telar und ich habe auch zum Beispiel eine Webseite unter udo-telar.de laufen, wo ich meine Dienstleistungen als Webentwickler, Social Media Consultant und so weiter anbiete. Und genau in diesem Umfeld nutzt man meistens auch den Eigennamen als Projektnamen. Also wenn es darum geht, professionell aufzutreten und sich selbst als Marke zu verkaufen. Also wenn man Freelancer ist, Dienstleistungen anbietet und so weiter, dann nimmt man oftmals den eigenen Namen als Projektname. Ist die einfachste Variante. Man braucht nicht ganz viel überlegen, wie man jetzt auf einen coolen Projektnamen kommt. Einziges Problem ist halt, wenn man einen sehr gängigen Namen hat, ja, also keine Ahnung, Max Müller, weiß der Geier, ja, gibt es mehrere wahrscheinlich von, da muss man schauen, wie man da zu einer passenden URL dann kommt. Oder aber wenn man einen sehr komplizierten Namen hat, den dann letztendlich keiner buchstabieren kann oder weiß, wie man da die entsprechende URL eingibt. Ansonsten eine relativ einfache Möglichkeit, sein Projekt zu benennen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du einen beschreibenden Projektnamen nimmst, also so wie zum Beispiel bei diesem YouTube-Channel, den ich ja als So geht Bloggen benannt habe. Der Name sagt gleichzeitig aus, worum es geht und hat den Vorteil, wenn ich ihn zum Beispiel benutze, um irgendwo zu kommentieren oder auch auf Facebook die Seite, die Gruppe, alles was dazugehört, dann ist sofort klar, worum es geht. Also der Name macht gleichzeitig neugierig, weil jeder, der irgendwie liest, da nennt sich einer So geht Bloggen. Da gucke ich mal rein, wenn ich mich für das Thema interessiere. Und dem ist auch sofort klar, was er da erwarten kann. Ja, da ist halt jemand, der im Grunde vermittelt, wie man bloggt. Oder zumindest behauptet er das von sich. Und guckt vielleicht einfach dann aus Neugier mal rein. Hat also den Vorteil, dass man über den Namen auch gleichzeitig Interesse erzeugt bei demjenigen, der den Namen irgendwo aufgreift. Zudem ist der Name relativ leicht zu entwickeln. Man muss sich halt nur überlegen, worum geht's, was mache ich, was möchte ich vermitteln und dementsprechend dann seinen Namen auswählen. Die dritte Variante ist, eine eigene Marke zu kreieren, also einen freien Begriff sich zu überlegen, auszudenken, den man als Projektnamen verwendet. Habe ich zum Beispiel halt bei meinem Blog Waldhelden so gemacht, wo ich aus Wald und Held, zwei deutschen bekannten Begriffen, ein Kunstwort erschaffen habe und dieses für meinen Blog nutze. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man irgendwie bei Null anfängt. Keiner sucht irgendwie nach Waldheld oder kann mit dem Begriff was anfangen, hat vielleicht eine Vorstellung davon, aber wenn man jetzt irgendwo kommentiert als Waldheld, dann sagt das ja erstmal nichts aus, was sich dahinter verbirgt, so wie gerade bei dem beschreibenden Namen. Ein Vorteil von der Eigenkreation ist, dass die Social-Media-Kanäle normalerweise noch verfügbar sind, weil man halt sich ja was Neues ausgedacht hat, was noch keiner benutzt. Und gleiches gilt auch für die Domains, die noch nicht wegregistriert sind. Wenn du dich für die Variante 1 entscheidest, dann bist du relativ schnell fertig mit deinen Überlegungen. Wenn du aber Variante 2 oder 3 nehmen möchtest, dann ist etwas mehr Kreativität gefragt. Ich nutze eigentlich immer die gleiche Methode, wenn ich mir Namen für Projekte ausdenke. Und zwar habe ich die aus diesem Buch hier, das Edison-Prinzip, ist von 2009 mal eine Variante hier. Ich habe aber gerade mal geguckt, es gibt inzwischen eine, die ist von 2014, eine zweite Auflage, kann ich nur empfehlen. Grundsätzlich geht es in dem Buch darum, wie man seine Kreativität ein bisschen steigern, trainieren kann und auch erlernen kann, also Kreativmethoden. Und diese Methode, die ich nutze, die stelle ich dir mal jetzt kurz vor. Um den Kreativitätsmuskel im Gehirn quasi warm zu machen, nehme ich ein leeres DIN A4 Blatt und schreibe in die Mitte mein eigentliches Hauptthema. Dann fange ich an, alles aufzuschreiben, was mir zu dem Thema einfällt, also völlig ohne Wertung erstmal. Auch Dinge,
die im ersten Moment vielleicht Quatsch sind. Das Gehirn wird sozusagen dadurch warm und durch die ganzen Assoziationen, die man zu dem Thema entwickelt, purzeln irgendwann automatisch die ersten brauchbaren Ideen raus. Probier es einfach mal aus und du wirst erstaunt sein, wie effektiv diese Methode letztendlich ist. Wie man diese Ideen bewertet und welche Ideen du vielleicht besser aussortieren solltest, darum geht es in einem der kommenden Videos. Wenn du schon eine Idee hast, wie du deinen Blog nennen möchtest, dein Projekt nennen möchtest, komm gerne in die Facebook-Gruppe, die ich zu diesem Channel hier gegründet habe. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann drück gerne den Like-Button und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere jetzt den Kanal, um mehr zu erfahren, wie dein Blog erfolgreich wird. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage Tschüss und ciao, ciao.